bleiben. Wo kommt ihr zwei denn her?
denn's nur? Mann, Gav, bist du eigentlich lebensmüde? Na, das sagt der Richtige. Ihr habt euch ganz schön ausgetobt, was? Hier lang. Aber wenn ihr zwei die Träger nicht befreit habt, wer dann? Gute Frage. Wohl jemand, der sich nicht mit einer Hapühe rumschlagen musste. Hauptsache, sie sind sicher. Und das sind sie. Dank deiner Hilfe, Gav. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Und er ist fündig geworden? Nein. Dabei waren wir so nah. Gut, dann suche ich ihn. Aber warum? Ich habe auch Familie verloren. Meine hat der Kaiser auf dem Gewissen. Manchmal hilft einfach nur die Hoffnung auf Rache. Danke. Wir sehen uns, Freunde. Ich glaube, er mag dich. Sie ist weg. Weg. Milady, ihr müsst stark sein. Wir bringen euch hier. Weg, weg, weg! Was soll ich nur tun? Barnabas? Wann erreichen wir die Küste? Bei dem Tempo erst nach Sonnenuntergang. Er wird mich verstoßen wie all die anderen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Milady, wir sind da. Geralt? Was haben wir denn hier? Sieht nach einem wahren Prachtstück aus. Als redliche Händler sollten wir unsere Ware gründlich inspizieren. Oder was meint ihr? Bleib weg! Sie können dir nicht mehr wehtun. Komm, lass uns gehen. Ist das meine Strafe? Weil ich nicht auf dich hören wollte? Sid. Spürst du das auch? Garuda. Bei den Flammen.
Wenn sich Garuda nicht beruhigt, verschluckt dieser Sturm noch den ganzen Wald und uns gleich mit. Ich halte sie auf. Was willst du? Da war sie wieder. Dieselbe Stimme. Verdammt nochmal, musst du deshalb da reinlaufen? Und weg ist er. Clive, ich glaube, du verstehst nicht. Das ist kein windiges Wetter, in das du da läufst. Benediktas Jähzorn ist unberechenbar. Und das an einem guten Tag. Wer weiß, was uns da drin blüht? Das ist mir egal. Ich brauche Gewissheit. Ein für alle Mal. Der Dominus. Der Mörder meines Bruders. Bist du dir absolut sicher? Wie könnte ich seine Gestalt jemals vergessen? Wie die Flammen seiner Esper, Joshua. Pass auf! Seth!
bin noch da. Und Torgal auch. Mach dir keine Sorgen um uns. Darauf hast du gewartet. Los, Sid! Verzeiht mir.
und ich kann nicht. Ich werde nicht aufgeben!
zu dir, Clive! Du bist es doch, oder nicht? Aufhören! Jetzt! Ich bin einfach zu nett. Verdammte Scheiße. So lange hast du ihn gesucht. Und dann war er in dir selbst. Kann man sich nicht ausdenken. Wieso? Wieso bist du ihm gefolgt? Benner. Das kannst du doch nicht gewollt haben, oder? König selbst. Hoher Besuch. Stellt ihr ihn persönlich, Eure Hoheit? Natürlich. Möge Gwigo euch beflügeln. Come on.
Ordnet die Truppen. Jawohl. Eure Hoheit. Saboteure? Wir verzeichnen zahlreiche Angriffe. Sogar in der Hauptstadt. Mein Vater. Ist er in Sicherheit? Seine Heiligkeit ist sicher. Doch die Stadt braucht nun jeden Mann. Auf Verstärkung warten wir leider vergebens. Selbstverständlich. Der Schutz des Kaisers hat Vorrang. Ich übernehme die Feinde hier. Alleine. Na, endlich wach? Steckst ja voller Überraschung. Erst der Trick mit Garuda, dann was auch immer das andere war. Es wird nicht langweilig mit dir. Tu es. Was? Töte mich. Ich war's. Ich hab ihn umgebracht! Er ist tot! Joshua, ich hab ihn getötet! Ich bin ein Monster! Und ich verdiene den Tod! Töte mich! Jetzt davor! Bitte! Bitte! Den Gefallen kann ich dir tun, wenn es das ist, was du willst. Aber erst wollte ich dir eine Kostprobe meiner zeitlosen Weisheit geben. Denn wenn du mich fragst, Junge, wer die Kraft hat, rumzuschreien, hat auch genug Kraft, sich nützlich zu machen. Zieh dich an. Bist zwar ganz gut gebaut, aber nicht mein Typ. Wir sehen uns in der Halle. Was soll ich denn jetzt noch tun? Zwing mich nicht, dich wieder einzulochen, ja? Schmieden? Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf.
Pass gut drauf auf, ja? Ist noch was? Endlich aus der Gruft gekrochen, was? So siehst du aus. Wenigstens hattest du den Anstand, dir was anzuziehen. Lass es. Oh, doch noch etwas Feuer in dir. Dann hör zu. Wir gehen jetzt los und treffen Gav. Falls du es vergessen hast, für dich ist er da draußen auf der Suche. Ganz umsonst. Nein, hör zu. Während du hier gefaulenzt hast, hat sich Gav nach deinem Dominus umgehört. Und laut seines neuesten Berichts hat er eine Spur. Gav hat sich ziemlich ins Zeug gelegt. Hör dir wenigstens an, was er herausgefunden hat. Wir treffen ihn am Königsfall. Pack deine Sachen, dann brechen wir gleich auf. Alles wieder in Ordnung, Clive? Ich hoffe, du drehst nicht nochmal durch. Odin und Bahamut sollen sich bei der Belenus-Höhe eine Schlacht geliefert haben. Bei den Göttern, dass wir die Beben nicht bis hier gespürt haben. Richtig? Hab gehört, du bist im Kerker gelandet. Ach, mach dir nichts draus. Jeder verliert mal den Kopf. Zumindest die von uns, die es sich lohnt zu kennen. Du bist ja vielseitiger als gedacht. Möchtet ihr eine Geschichte hören? Oder vielleicht selbst eine erzählen? Ich habe neue Einträge zusammengestellt, falls ihr sie sehen wollt. Also das hier werdet ihr sicher sehr interessant finden. Wollt ihr einen Blick in meine Aufzeichnungen werfen? Ich hoffe, euer Wissensdurst ist gestillt.
was ist? Was suchst du denn? Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich hoffe, du hast es passend. Und wie willst du das alles tragen? Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. War's das schon? Gav wird schon auf uns warten. Mach dich bereit.